Hallihallo, liebe Leute, DJ Kerasi macht sich wieder hier und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von einem alten Spiel aus dem Hause Konami. Und wir sehen ein Gesicht eines bösen Monsters. Ja, und zwar spielen wir das Spiel, wie es in Japan eigentlich heißen würde, Akumaju Special, Boku Dracula-kun, was auf Deutsch eigentlich heißen würde, Teufelsschloss Spezial. Ich bin Kid Dracula. Und im Englisch-Patch heißt es halt einfach nur I'm Kid Dracula. Ja, das Spiel wurde auf Englisch fan-translated von Vice, also V-I-C-E, geschrieben. Was ich schon genial finde, weil das Spiel ist nämlich sonst nur in Japan erschienen. Eigentlich schade. Weil, ja, dieses Spiel hatte eigentlich auch einen Nachfolger. Und das hier ist der Vorgänger von... Also, der Nachfolger erschien für Game Boy. Und dies hier ist der Vorgänger, der 1990 fürs NES erschien. Und das Spiel werden wir jetzt gemeinsam spielen. Indem ich Start drücke. Ja, wir haben die Auswahl Spielstart oder Passwort. Das Spiel hat auch eine Passwortfunktion. Aber wir starten mal direkt durch. Und mal schauen, wie weit ich komme bei diesem Spiel. So. Und da sehen wir auch das, ja, den Sarkophag von Kid Dracula und sehr viele Blitze. Und sein, ja, Sarg wurde vom Blitz aufgeschlagen. Und da ist er auch. Way. Und es geht los. Direkt jetzt. Ja, es kann losgehen. Wir können Feuerbälle schießen mit Kid Dracula. Also wie Dracula es eigentlich auch kann. Allerdings müssen wir hier dazu B drücken. Wir können schnell werfen, indem wir schnell hintereinander drücken, aber passen nur drei maximal auf den Bildschirm. Wir können auch gedrückt halten. Und dann können wir einen mächtigeren Feuerball schießen. Wir können springen. Laufen ist klar. Und ja, in diesem Spiel geht es halt darum, Kid Dracula hat mitgekriegt, dass das Monster Garamos, was ihr da gesehen habt, versuchen will, halt der böseste Schurke von allen zu sein. Und Kid Dracula lässt sich das nicht gefallen und macht sich jetzt auf den Weg, um Garamos zu besiegen. Und wir können ja auch Gegner besiegen und die hinterlassen manchmal Münzen. Ja, macht sich halt jetzt auf den Weg, Garamos zu besiegen, um halt der bessere Schurke zu sein. Und dieses Spiel ist so eine leichte Castlevania-Parodie. Ihr seht schon, hier sind einige Referenzen aus Castlevania da, diese fallenden Stachelwände. Oder halt diese Blöcke, Fledermäuse. Allerdings ist es ja alles ein bisschen verniedlicht worden. Weil das halt auch Kid Dracula ist und das, ja, halt eine leichte Parodie, denke ich mal, auf Castlevania sein soll. Schon allein der Name Teufelsschloss Spezial. Weil Castlevania heißt ja ursprünglich in Japan Akumaju Dracula, was so viel heißt wie das Teufelsschloss des Dracula. Daran merkt man schon, dass es eine leichte Referenz hat. Und Kid Dracula hat auch andere Auftritte, also er tritt nicht nur in diesem Spiel auf, nein, er hat auch Nebenauftritte, wie in Parodius 2, für Super Nintendo allerdings nur, ist ein spielbarer Charakter dabei. Ja, ansonsten, noch irgendwo, wo er auftritt? Ich wüsste jetzt nur, dass er in, ja, Parodius 2, also Goku Yu Parodius für Super Nintendo, auswählbar ist. Naja. Und halt in diesem Spiel, ist ja wohl klar, wo man ihn dann richtig spielen kann. Okay, ja, was kann ich sonst noch zu diesem Spiel hier erläutern, erklären? Das, was ich vorhin da aufgesammelt habe, ganz links, das war ein Herzcontainer, dass ich mehr Herzen kriege. Dieses Herz, was gerade geblinkt hat, hätte meine Herzen komplett aufgefüllt, wenn ich nur noch eins gehabt hätte. Okay, ja, im späteren Verlauf werden wir auch noch mehrere Fähigkeiten kriegen. Frankenstein, weiblicher Frankenstein, aber Frankenstein-Monster, wenn das besser klingt. Ja. Okay, auf jeden Fall, ihr merkt auch wirklich, es hat eine leichte Verniedlichung in diesem Spiel. Also in Castlevania ist das nicht so verniedlicht. Zumindest die Gegner sehen viel knuffiger aus als sonst. Wow, und wollen uns umarmen. Und ja, wie ihr seht, wenn man getroffen wird, bekommt man halt ein Herz weniger. Auf jeden Fall gibt es in jedem Level dieses Spiels auch einen Endboss, den man besiegen muss, wenn man das Spiel durchspielen will. Und ja, wir müssen uns halt so weit aufarbeiten, um halt zu Garamos zu kommen. Und ich glaube, wenn man hier drauf springt oder springt einfach, genau,
kann man da runterfallen. Ja. Und hier sollte man natürlich vorsichtig sein. Wenn man sich hier von den Fledermäusen falsch treffen lässt, ich habe noch gar nicht gesagt, dass man auch nach oben schießen kann. Ja, wenn man nach oben drückt und dann halt B drückt, kann man auch nach oben schießen. Was auch sehr wichtig für spätere Kämpfe und sowas ist. Okay, das ist fies. Aber ich hab's geschafft. Und hier sehen wir auch, sehr aus Castlevania entnommen, glaube ich. Den Weg zum Thronsaal zu Dracula. Allerdings ein bisschen fieser. Und das hier soll höchstwahrscheinlich die Treppe darstellen, die eigentlich dazu führt, dass man zu Dracula kommt, weil das da, dieses Gebäude soll wohl der Uhrenturm sein. Und wir sehen im Hintergrund sogar den Mond. Wait. Aber diesen Uhrenturm, den sieht man ganz deutlich bei Castlevania Symphony of the Night, wenn man dort den Thronsaal aufsteigt. Okay, und wir kommen zu unserem ersten Bosskampf. Einem Mini-Geist, was auch immer. Man muss einfach nur draufschießen. Und er rennt heulend weg. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Ah, noch ein weiterer Boss mit... Ja, schaut mal auf seinen Kopf. Auch wieder so ein tolles Symbol. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht außerhalb Japans veröffentlicht wurde. Wegen dem Symbol. Wobei, es gibt trotzdem Spiele, die so ein Symbol drin haben und ja, trotzdem veröffentlicht wurden. Wir haben die erste Stage geschafft. Und wir haben die Homing-Attacke. Ja, mit diesen Kugeln können wir Gegner automatisch anvisieren. Also die Kugeln visieren den Gegner automatisch dann an. Und fliegen auf ihn zu. Und dann haben wir die Möglichkeit, ein Minispiel zu machen. Ja, wir haben halt die Wähler einen Weg nach unten. Jetzt haben wir halt die Möglichkeit, uns auszusuchen, welchen Weg wir nehmen wollen. Allerdings, wenn ich jetzt A drücke, dann werden noch ein paar Striche dazukommen. Also wenn jetzt zum Beispiel diesen Weg nehmen, würden wir eigentlich, so wie die Linien gehen, nach dem A-Spiel kommen. Das wäre Turn Pop, B-Spiel wäre Ken Ken, C-Spiel wäre Lotterie und D-Spiel wäre One-Shot. Aber wenn ich jetzt drücke, seht ihr, erscheinen einfach mehr Linien und ich komme zu... Ja, ich komme trotzdem zu Spieler. Okay. Wunderbar. Du hast Turn Pop. Und lass es, ja, entspannen. Nein. Noch so ein Glücksspiel. Wechsle zwei Münzen für einen Token. Lass uns, spielen. Oh, toll, ich habe nur eine Münze. Toll, wo setze ich die jetzt drauf? Ja, jetzt haben wir halt die Möglichkeit, eine Münze zu setzen. Und halt zu beten, dass dieses blinkende Ding, was da... Das ist so eine Art Roulette halt. Dass das direkt danach jetzt auf eine 3 geht, dann kriege ich nämlich 3 Leben. Und das stoppt von alleine. Nein, es sind 5. Spiel vorbei, Kid. Viel Glück. Ja, toll, ich habe nur 3 Leben. Oh, und wir sind in den Wolken jetzt. Oh, hey. Und wir können durch die Wolken gehen und... Ah, Vögel platt machen. Sofern sie uns nicht hier platt machen. Way. Okay. Wir reisen auf jeden Fall hier sehr viel durch diese Welt. Hexen, oh Gott. Die schon wieder. Zack. Ich kann euch auf jeden Fall sehr vergewissern, dass dieses Spiel nicht wirklich leicht ist. Also spätestens ab dem letzten Level, da wird's richtig heftig. Ich bin echt gespannt, ob ich das letzte Level hinkriege. Weil wenn nicht, wäre es schon scheiße. Okay, hier muss ich, oh Gott, Karussell fahren. Da ist ein Herzcontainer, den will ich haben. Man kann maximal 5 Herzcontainer in diesem Spiel kriegen. Wenn ich alle Herzcontainer habe, dann kriege ich keins mehr, aber ich kann damit dann meine Herzen weiter auffüllen. Deswegen lasse ich mich jetzt nach unten fahren. So. Und habe diesen Herzcontainer. Ja, diese Herzcontainer sind auf jeden Fall sehr praktisch. Also ich brauche diese Herzcontainer auf jeden Fall, schon allein für den letzten Boss sozusagen, also für die letzte Stage, weil ohne 5 Herzcontainer ist sie verdammt schwierig. Deswegen muss ich halt zusehen, dass ich auch durch die Minispiele, die ich hier nach Ende einer Stage halt habe, dass ich da irgendwie mit Möglichkeit Leben kriege. Und jetzt haben wir hier eine Achterbahn und können damit fahren. Wow. Das Einzige, was ich tun muss, ist ausweichen. Wow. Zeit für eine Achterbahnfahrt. Wow, was? Scheiße, ich wollte auf die Schildkröte gar nicht.